Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Star Trek Armada 3. Dieses Mal nicht als Föderation, auch wenn dieses Schiff hier gerade gezeigt wird. Ich habe vorhin schon mal einen Versuch aufgenommen, habe dabei einen Fehler gemacht. Sondern als Klingon gegen die Föderation. Darum bin ich gebeten worden. Ich nehme die Romulaner aber nicht dazu, weil ich möchte nicht, dass das austauschbar ist mit dem anderen Let's Play, das ich gemacht habe. Falls ihr das nicht kennt, guckt es euch mal an. Das ist Romulaner gegen Klingon gegen Föderation. So, hier mal nochmal die ganzen Sachen. Also, ja, geschlossene Teams, große Flotten, Piraten sind aktiv, schnell starten, alles auf ganz schnell. Ich nehme zufällig klein, weil das sonst einfach zu lange dauert. Siegoption, Capital Victory. Und vorhin, ich möchte mich entschuldigen, falls ich minimal, das dürfte eigentlich kein Problem sein, weil ich könnte minimal asynchron sein, weil ich versuche mit Audacity meine Stimme jetzt aufzunehmen. Ich habe gerade den Fehler gemacht, dass Fraps die Stimme auch noch aufgenommen hat. Das musste ich erstmal ausschalten. Und das, ja, sonst hätte es ein bisschen wenig Sinn gemacht. Aber so weit waren wir eigentlich. Hier nochmal eine Dederidex oder auch einfach nur Warbird. Ich bevorzuge Warbird, auch wenn das eigentlich alles Warbirds sind. Wunderschöne Schiffe. Und ich starte den Timer. Eine Stunde. Ich mache Sins of a Solar Empire sowieso immer ein bisschen länger, die Folgen. Weil es auch ein Spiel ist, das ein bisschen länger dauert. Wobei, das kriege ich ein paar Stunden hin hier eigentlich. Okay, mein Hund bellt. Also wenn jetzt irgendwer an der Tür klingelt, raste ich ein bisschen aus. Also die Post dürfte eigentlich nicht kommen. Die ist so viel ich weiß schon da gewesen. So, erstmal die hier. Die dürfen erkunden. Und ich brauche auch schon mal die Ravenous-Klasse. Oh, und wir... Was? Wie heißt der Planet? Ach, wie scheiße ist das denn? Wie schreibt er sich? Schreibt er sich so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht die genaue Schreibweise. Aber ich finde, wir nennen das Ding jetzt einfach um. Und Bird of Praise möchte ich haben. Neuen Strick direkt mal. Damit wir auch genug Feuerkraft haben, um jede ja, neutrale Besatzungsmacht zu überwältigen. So, wo lohnt es sich denn hinzugehen? Also, ich habe drei Planeten hier. Das Ding und... Also, Dilithium gibt es hier offenbar. Okay, die sind alle drei eigentlich sehr gut. Das heißt, ich sichere erst die hier. Das heißt auch, dass ich ein ziviles Forschungslabor benötige, um... Klasse P. Ach, Klasse P kommt als. Das ist doch behindert. So. So, hier mal die Standardsachen. Also, dass das Großkampfschiff Jäger hat und hier IKS Skyve hat dann. Einfach mal direkt kolonisieren. Und Flotte. Die wieder bitte zusammen und bewegt sich auch zusammen. Und automatisch sollte der Rest dazu joinen. Das hat nur 22 Planeten, das Ding. Das heißt... Oh, das hier könnte... Eigentlich könnte ich, wenn da... Ich will jetzt wissen, ob da noch was ist. Also wenn jetzt hier nur eine Linie noch ist, dann könnte man hier an den beiden Planeten Verteidigungsstellungen einrichten. Oh ja, das, da würde es sich, glaube ich, lohnen, weil hier sind viele Verbindungen. Okay, so weit sind wir aber noch nicht. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall möglichst früh. Und dann würde ich sagen, gehen wir dahin, dann dahin, dann dahin. Bis dahin dürften wir dann auch die Fähigkeit haben, Klasse P-Planeten zu kolonisieren. Klasse L. Ach ja, genau. Und die Klingonen bekommen sehr früh hier diese Forschungen. Die lohnen sich auch. Wenn wir mehr aus unseren Ressourcenvorkommen machen können. Der Hund hat aufgehört zu bellen. Das ist soweit gut.
You honor my house. Zwei feindliche Schiffe. Das möchte ich sehen. Aber die sind mutig. Ich meine, sie haben keine wirkliche Wahl, außer zu kämpfen, aber... Zeigen wir mal die Klingonen im Kampf. Und jetzt hat die Musik gerade gewechselt auf Starfleet Academy. Das eine ist weg. Das Ding hat noch Schilde, aber die werden nicht lange halten. Hinsetzen. Diese ganzen Hintergrundgeräusche, also zumindest das Rauschen möchte ich jetzt mit Audacity auch loswerden. Ich hatte immer so ein gewisses Rauschen drin, das hat man zwar nicht unbedingt gehört, da man nicht gerade extrem laut gedreht hat, aber das ist auch nicht der einzige, warum ich mit Audacity arbeiten möchte jetzt. Ich habe mich dagegen eigentlich immer gesträubt, weil ich das ziemlich fummelig fand, damit irgendwie mal zu arbeiten, also auch mit Fraps das synchron zu kriegen, aber ich werde es trotzdem versuchen. So, zivile Infrastruktur ist wichtig, sonst kostet uns das Ding Geld, anstatt dass es uns Geld einbringt. Und zivile Labor. Ach ja, und die Dinger brauchen wir. Und dann können wir Klasse P-Kolonisierung als erstes machen. Und... Ja, wir haben nicht genug Dilithium, um die Forschung für Dilithium-Einkommen zu... Ach. So. Die Klingonen bekommen auch schon relativ starke Waffenplattformen. Die haben nur einen Typ davon, aber die sind relativ stark. Das heißt, also brauchen wir auch nicht so viele. Dafür fehlt es, glaube ich, den Klingonen so an Wissenschaftsfähigkeiten. Und ich werde auch gucken, dass wir möglichst bald unseren ersten Helden dazu holen können, weil ich weiß von mindestens einem, und auch unter anderem der erste, den wir kriegen, dass der Schiffe herbeirufen kann. Das ist ziemlich praktisch. Drückst du einen Knopf, hast du wieder mal ein paar neue Schiffe. Es sind zwar keine... ich glaube eher Fregatten, vielleicht ein paar Kreuzer, aber... Hey, immerhin. So. Was mir ein bisschen negativ an diesem Mod auffällt, ist aber, dass die KI keine Helden benutzt. Jedenfalls habe ich das noch nie gesehen, dass die das machen. So, ach, hier brauchen wir auch Dilithium für Tritanium-Erhöhung. Titanium kriegt, glaube ich, auch nur eine Forschung. Naja, Titanium ist auch nicht so schwer zu bekommen, finde ich. You honor my house. Also, hier, Dilithium wird viel weniger gefördert, habe ich den Eindruck. Einfach generell, kostet aber auch weniger. Planetary Cost Decrease. Ach stimmt, das bekomme ich auch noch. Ja, bitte. Das ist gut. Damit können wir Planeten-Upgrades sehr billig bekommen. Wieso passiert da eigentlich nichts? Ach, weil das oben noch arbeitet. Alles klar. Also bei dem anderen, bei der Strafkolonie. Ich brauche mal ein paar Verteidigungsplattformen, bitte. Wir haben einen neuen Planeten. Ach, immer diese blöden Slots oder die Ressourcen. Gerade am Anfang, finde ich, fehlen einfach immer Ressourcen. Später zwar auch, aber später kann man wenigstens noch ein bisschen was bauen. So, und ich möchte, dass ihr darüber springt. Ja, go there. Das Ding sieht ein bisschen aus wie der Todesstern. Erinnert mich so ein bisschen dran. Kampflabor benötige ich. Bau mal eins. Wir fliegen mal, gehen mal darüber hin. Ach, hier ist gar nicht so viel. Ja, doch, mehr als bei den anderen, aber nicht so viel, wie ich gewohnt bin.
Was ich als Fraktion cool fände. Was aber wahrscheinlich nicht kommen wird. Aber vielleicht mache ich da mal ein Let's Play zu. So als Fieldrun praktisch, falls jemand meine Mass Effect Videos kennt. Dass ich Föderation gegen Föderation mache und eins halt so praktisch als das Spiegeluniversum. Also auch mit der Symbolfärbung und so. Es wäre cool, wenn man das halt als Alternativfraktion hätte. Man könnte die meisten Modelle einfach übernehmen. Also das ist übernehmen, man müsste die nur leicht ändern. Halt mit diesem Planeten und dem Schwert durch. Und generell auch so ein bisschen gelb rein. Das Ding ist aufgestiegen. Nehmen wir das hier mal dazu. Und ändert die Stats ein bisschen. Also ich würde sagen, dass dann das Paralleluniversum, keine Ahnung, das hat schwächere Hüllen und Schilder, aber bessere Waffen. Oder sowas, keine Ahnung. Wäre aber irgendwie cool. Aber im Moment arbeiten die ja an Dominion. Zu dieser Dominion-Cardassianer-Hybrid. Keine Ahnung, was die gerade machen. Ich weiß jetzt nicht, immer noch nicht, ob es... ich habe auch nicht richtig verstanden, ob das jetzt Dominion mit cardassianischer Hilfe sein soll oder Cardassianer mit Dominion-Hilfe. Und ob die Breen dabei sein werden. Davon habe ich auch noch nichts gehört. Ich meine, die Breen waren zwar erst gegen Ende dabei und waren, finde ich, auch nicht wirklich wichtig, aber... Also, was heißt nicht wichtig? Sie waren einfach nicht lang genug dabei. Die waren zwar schon wichtig, aber... Die waren mir echt immer egal. Über die hat man sowieso nicht viel erfahren. So, die kämpfen mal hier um den Planeten. Was kann ich denn jetzt hier alles erforschen? Um Kern zu holen, benötigen wir noch ein Kampflabor. Keine logistischen Slots, das kann man lösen. Und wir benötigen für die Klingon Defense Force noch ein bisschen mehr an Slots. Unter anderem auch, damit wir halt Kern rufen können, weil der halt wie ein Großkampfschiff zählt. Also die Helden zählen wie Großkampfschiffe, kosten aber nichts. Sie haben aber einen Cooldown. Ich weiß gar nicht, ob man die doppelt herrufen kann. Mache ich aber grundsätzlich nicht. Selbst wenn das gehen sollte. Ich finde es ein bisschen doof, dass das Ding brennt, weil ich meine, warten und so, ne? Aber ich fände es echt gesagt viel geiler, wenn einfach, wenn die beschädigt werden, so Hüllenrisse und sowas hätten. Deshalb, also ich fände das geil, wenn, Sins, ich frage mich, ob Sins irgendwie noch einen richtigen Nachfolger bekommen wird, also wirklich Sins of the Solar Empire 2, dass die halt wirklich die Engine nochmal komplett überarbeiten, weil die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Und keine Ahnung, es wäre schon irgendwie egal, aber von mir aus können die damit ein paar Jahre warten, finde ich. Oh, und ich muss aufpassen, die Piraten könnten bald vorbeikommen. Habe ich irgendwas Cooles? Ja, das hier ist cool, damit kann ich Verstärkung rufen und das verbessert Turrets, aber sonst habe ich eigentlich hier nichts, was groß Slots braucht, das heißt, ich verstärke das hier mal. So, das hier, damit wir auch immer genug Credits haben. Wo? Wo sind Gegner? Ich sehe gar keine Gegner. Ach du Scheiße, das kostet 150 Credits, das ist schon zu viel. Ich habe zu wenig Credits. Ich muss aber auf jeden Fall diesen Planeten sichern. Das Problem ist halt auch, dass die Bomber halt auch um Verteidigung rumfliegen und versuchen, blinde Flecken zu benutzen, um Planeten zu bombardieren. Das ist extrem scheiße, wenn man als Borg spielt, weil die eigentlich nie genug Slots haben, um ihre Defense Nodes wirklich zu nutzen, außer man hat später die Reichweiten-Upgrades, dann vielleicht. So, Summon Kern, das möchte ich auf jeden Fall erforschen. Das ist für Außenposten. Was ist das hier? Das ist für Frachtschiffe. Das ist für Außenposten, das möchte ich gar nicht haben. Ich möchte eigentlich... Sternbars brauche ich 6 von den Dingern. So, eigentlich möchte ich keine Werften, das muss ich dazu sagen. Das heißt, ich brauche aber auf jeden Fall noch ein ziviles Labor für die Förderdinger. You
Wie sieht's hier aus? Ja, denen geht's soweit gut. Ein Schiff ist, glaube ich, zerstört worden. Ja, ist es. Ah, dann können wir gleich mal die Fähigkeit... Ach so, das ist gleich mitgekommen. Ja, geil. Aber ich kann ja gleich mal die Fähigkeit benutzen von Kern. KDF-Command. Da ist Kern. Wir können ihn bei jedem Planeten spawnen lassen, den wir kontrollieren. Das habe ich bei einem Let's Play, den ich häufiger gucke, der das auch macht, aber auf Englisch. Der vergisst das irgendwie ständig, der macht das aber bei der Heimatwelt. So, Squadron Command. Und jetzt, das kostet mich zwar natürlich Flottenzeug, aber hier. Chewbeck ist das? Habe ich hier irgendwo... Das sind normale Brails. Ich glaube, das spawnt auch... Da, Kavort. Die kann man normalerweise nicht bauen. Das sind im Prinzip schwere Brails. Ich muss sagen, die Dinger sehen cool aus. Nicht wie so ein Raubvogel halt. Das Ding oder... Also die haben irgendwie... Ich habe festgestellt, manchmal ist das so, dass eine bestimmte Region übermäßig viel von einem Rohstoff hat. Wobei hier geht das eigentlich noch. Aber ich hatte teilweise wirklich Spiele, wo ich die ganze Zeit genug Dilithium hatte, aber zu wenig Titanium und da ständig handeln musste. So, das hier muss ich erforschen. Da habe ich 50% mehr Dilithium und 45% mehr Titanium. Sieht soweit gut aus. Und dann würde ich sagen, beginnen wir diesen Planeten zu erobern. Dann haben wir, glaube ich, auch erst genug, weil das sind... Oh, ach, 4 Verteidigung. Ach, das ist nur ein Scout, alles ist gut, das wird kein Problem sein. Dann hätten wir 6 Planeten, das reicht eigentlich. Gibt's irgendwie, was brauche ich denn von dem, hier noch? Gibt's irgendwas, was ich hier noch brauchen kann? Kultur... Das hier wäre gut. Und wie viele Schiffe sind hier denn überhaupt? Auch nicht wirklich schwer verteidigt. Die haben keine Chance. Die sind mir grundsätzlich schon waffentechnisch und auch noch zahlenmäßig unterlegen. Fresh for the taking, was? Wo? Oh! Okay. Ich bin mal gespannt, ob das reicht. Ich sollte auf jeden Fall... Oh, fuck. Ich brauche ein paar Brails. Ich habe noch keine anderen Teile. Kommt jetzt... Was wollt ihr tun? Ganz ehrlich, die Ravager kommen hier nicht vorbei. Mev? Nee, du musst zu Walter White gehen, wenn du Mev willst. Sorry, ich hab keins. Mev? Nein! Ich meine, vielleicht... Ich hab nicht, wie das... Ist das nicht so? War das nicht Mev? War doch irgendeine Droge, die auch dafür sorgt, dass man irgendwie richtig stark ist. Das ist ja, was heißt richtig stark, dass irgendwie, ja, ein bisschen Kraftaufwand schafft, den man normalerweise nicht schaffen würde, aber das geht dann irgendwie auf die Muskeln oder so. Ich meine, das wäre Mev gewesen. Da muss ich mir echt überlegen, wie ein Klingone abgehen würde, wenn der auf Mev wäre. Ich habe da gerade so eine Vorstellung im Kopf. Kolonisieren oder Nano-Center. Kolonisieren hat halt auch noch. Ja. Moment, Additional Construction. Ach ja, das ist besser, wenn man die Kolonie dann hochziehen möchte. Weil das dann billiger ist und schneller geht. Das heißt, das werde ich auch mal skillen. Wie sieht's hier aus? Eigentlich gut. Die haben die Dinger soweit fertig bekommen. Ich meine, die Dinger möchte ich hier gar nicht haben.
So, wie sieht's aus? Was kann ich hier noch irgendwas erforschen? Also ich brauche auf jeden Fall mal bessere Waffen, würde ich sagen. Raptor-Klasse? Nee, möchte ich ehrlich gesagt nicht haben. Wie sieht's hier aus? Zerstört es. Es ist zwar nur ein Scout, aber voll überhaupt nicht ehrenvoll, weil das so ungefähr wie viele Schiffe sind? 14, 15, 17, 18 Schiffe. Sieht's eigentlich soweit gut aus. Aber ich sollte mal ein bisschen Kopfgeld auf die D1, also auf die Föderation aufsetzen. Hier ist die Piratenbasis und hier ist, ich vermute, das ist der... Ja, das ist der Heimatplanet der Föderation. Das heißt, ich muss einmal hier quer durch. Station construction complete. Wo ist mein Schiff? Da. Los. Ich will, dass du das übernimmst. Wie viel Dilithium ich einfach mal habe. Also ich glaube, Ressourcen sind bei den Klingonen auch grundsätzlich zumindest am Anfang nicht so das Problem, weil man halt sehr früh die Forschung hat für zusätzliche Ressourcen. So, Feuerfrequenz von Waffen erhöhen. Und das hier. Credits habe ich einfach viel zu wenig. Das andere ist Waffenschaden von, halt von Strahlen. Von Subsurstrahlen. So, das hier ist jetzt... Es müsste eigentlich billiger sein. Ich verkaufe mal ein bisschen Dilithium. Noch mehr Dilithium. So, da, da. Apropos Dilithium. Einfach mal... No Tactical Slots Available. Fuck you. Wieso haben die immer so wenig am Anfang? Insufficient Credits. Ja, keine Sorge, wenn ich mal die ganzen Planeten übernommen habe. Am besten fliegt auch noch hier rüber. Das Ding wird eine Sternenbasis brauchen. Und ich glaube, den Planeten möchte ich mir holen. Station Construction complete. Ist dieser Planet geeignet für eine Basis? Ich weiß es nicht. Erstmal ein bisschen upgraden. Ich brauche viel mehr Credits, das geht überhaupt nicht. Ich meine, im Moment forsche ich auch viel und baue viel. 14% mehr Schaden insgesamt. Und das ist immerhin für eigentlich alles. So, hier benötige ich Waffenlabors. Ich habe aber keine... Aber ich kann auch logistische Slots mir bauen. Genau genug für zwei. Dann bin ich ungefähr hier, beziehungsweise ungefähr hier. Kann ich dann... Ich kann dann Gauron holen. Und dann würde es sich auch lohnen, direkt erstmal hier ein bisschen reinzugehen. Wobei man das ja möglichst spät machen soll. Aber wenn ich nur einen Helden dazu holen kann, dann mache ich das. Das Problem ist halt, je weiter ich hier gehe, desto mehr kostet das auch meine Flotte. Also zumindest bei dem Ding. Bei dem Ding irgendwie fällt mir gerade oft gar nicht. Aber desto mehr Ressourcen kostet auch halt die Flotte, der Flottenunterhalt. Orbital Command Access, das könnte sie sich lohnen. Was ist das hier? Katinga. Nein, eigentlich weniger. Station Construction complete. KV, doch, die kann man bauen. Das ist gut. Das hier möchte, brauche ich auf jeden Fall. Carrier. Katinga, natürlich möchte ich Katingas. Hier sind wir im Prinzip die Bombe. We do not have a proper research. Genau, es gibt später neue Forschung, mit der man automatisch mehr von... LOL! Jetzt greifen die Piraten an und ich kann hier die Verteidigung so ein bisschen aufpeppen. We do not have enough resources. Oh, bitte tötet euch gegenseitig. Was ist das hier? Ihr Kämpfer gegeneinander? LOL, noch mehr. Sie haben die einen. Nee, die haben kein Großkampfschiff hier. Gut, das ist gut. Das ist extrem gut. Summon Gauron. Das hier ist
Ja, das ist Feuergeschwindigkeit und hier ist Reichweite. Reichweite wäre offen gesagt sehr geil. Gerade für die Verteidigungsstellungen. Ich meine, wenn die früher anfangen können, auf Feinde zu schießen und auch wirklich keine blinden Flecken entstehen. Es würde sich auf jeden Fall mal lohnen, hier das zu machen. Damit wir nicht den Planeten wieder verlieren. Bloß weil da mal jemand ein paar Bomben drauf wirft. Was machen die hier eigentlich? Was haben die vor? Was machen die? Warten die auf ihre Flotte, die nicht kommt, weil ich die zerstört habe? Ach, die haben schon die ganze. Die haben schon die Flotte erledigt, die hier war anscheinend. Also die Föderation war das wahrscheinlich. Oder falls die Piraten hier durchgeflogen sind. Ja, die sind hier durchgeflogen. Ich vermute, das waren die Piraten. Oh, ich erinnere mich noch, wie ich das gehasst habe bei Armada, wenn wenn Gegner hingegangen sind und diese Langstreckenschiffe, so wie Steamrunner oder was war das, Raptor bei den Romulanern eingesetzt hat. Und ich war da gar nicht drauf vorbereitet, weil ich eigentlich immer halt Geschütze benutzt habe. Ich meine, ich habe das nicht im Multiplayer gespielt, aber auch die Kampagne war schon extrem geil. Anders als in Star Trek Armada 2, wo das einfach nicht mehr so geil war. So, das. Dann habe ich auch schon wieder. Dann dürft ihr schon die Sternenblasen haben. Diplomatie? Diplomatie brauche ich nicht. Das hier werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Ready to build. We have created a new weapon. Station construction complete. Das hier ist Schadenserhöhung. Wie viel Dilithium ich einfach habe, das geht gar nicht. Das hier. Eine höhere Reichweite für Torpedos, aber bitte. Boah, also diese Explosion hat gerade ein bisschen. Moment mal. Ja, also ich bin gerade nicht sicher, wie ich genau halt in diesen Cinematic Mode komme, der mir aber auch weitgehend egal ist, muss ich dazu sagen, weil ich finde, man kann so die Kämpfe schon gut genug sehen und ich hasse das wirklich, wenn man dann nichts mehr machen kann. Oh ja, ihr habt eine Menge nicht. Planetary Research is complete. Station construction complete. We do not have enough resources. Dieser Planet bekommt als erstes eine Sternenbasis. Hier wird eine Menge durchfliegen und hier auch. Alter, was war denn hier los? Alter, was macht ihr? Wieso? Ich muss das Ding neu kolonisieren, das geht jetzt aber gar nicht. Fortification, Starbase Construction. Oh nein, our colony was lost. Wo ist auch das Problem? Einfach mal so ein Ding zu benutzen. Also diese... So ein Ding zu benutzen hat eigentlich gar nicht gepasst. Jedenfalls diese Verteidigungstruppen hätten das Ding eigentlich abschießen können. Haben sie ja auch, aber viel zu langsam. Ein bisschen doof. So. Das Ding wird jetzt Cooldown, Reichweite und Schild Wiederherstellung von den Turrets. Also zumindest von den Turrets. Ich weiß nicht, ob die noch was anderes machen. Und man kann darüber auch Verstärkung rufen, zumindest später. Wenn man hier Flotten-Support hat. Ist das... Na, das ist bei den Fregatten, ne? Ich bin mir gerade absolut nicht sicher, wo ist denn das Ding? Das ist es, Battle Station Constructor. Let us get to work. Ready to build. Ich will, dass du dahin fliegst. Oh, ihr seid den Planeten neu kolonisieren, Bitches. Let us get to work. Another planet is ours.
Hier the best defense erhöht. Nee, das war was. Irgendwo war das. Was? War es hier bei Imperial? Ja, hier. Planetary Warfooting war das. I do not understand. So. Ein bisschen Dilithium verkaufen. I do not understand. Ich bin voll der Crystal Dealer. Auch Orbital Command. Shockwave Facility kann ich jetzt hier nicht bauen. Ich bräuchte mal ein paar Werften, ehrlich gesagt.